Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, eine zweigeteilte Vermittlungsnachricht macht in unserer heutigen Folge den Anfang. Das am vergangenen Freitag vorgestellte schwarze Katzenmädchen hat nicht ihr altes, aber ein neues Zuhause gefunden. Den in der Gotha-Rosengasse gefundenen Schnauzer Mischling Kali, auch vor einer Woche vorgestellt, hat leider niemand erkannt. Der lustig aussehende Kali sucht weiterhin schnell neue Menschenfreunde, bei denen er sich geborgen fühlen kann. Zuerst stellen wir nun die schöne Perserkatze Uschi vor. Sie wurde über die MDR-Sendung Tierisch-Tierisch zwar vermittelt, kam aber leider zurück ins Tierheim Aschenort. Ein vorhandener Kater im neuen Zuhause hatte die fremde Katzendame in seinem Revier nicht geduldet und Uschi die Krallen gezeigt. Mit vielen Geschwistern war das Miezchen aus schlechter Haltung einst ins Tierheim eingewiesen worden. Nun soll Uschi schnell eine zweite Chance bekommen, denn sie lebt nicht gern allein. Alle Geschwister sind inzwischen vermittelt, deshalb braucht Uschi auch wieder einen Katzenfreund. Die Perserkatze ist eine reine Wohnungskatze und wurde in der Arche Noah geschippt und kastriert. Im neuen Zuhause soll auf jeden Fall ein Katzenkumpel sein, mit dem Uschi spielen kann. Kennen sich Interessenten mit Perserkatzen nicht aus, werden sie gern von den Mitarbeitern der Arche Noah beraten. Auf jeden Fall braucht das schöne Fellchen viel Pflege, um nicht zu verfilzen. Das kann man in die Streicheleinheiten schön integrieren. Außerdem lassen sich Perserkatzen meist gern kennen. Als zweites stellen wir Katzendame Mucki vor, die im Januar in der Gotha-Mauerstraße gefunden wurde. Sie ist bis jetzt offenbar von niemandem vermisst worden. Mucki ist eine ruhige, liebe Katze und würde gern wieder in Freiheit leben. Sie wird auf ungefähr 3 Jahre geschätzt und könnte Katzenfreunde noch für lange Zeit ein sanfter Begleiter sein. Für Mucki wäre es besser, sie müsste ihr neues Revier nicht teilen. Sie fühlt sich im Tier mit den begrenzten Räumen überhaupt nicht wohl. In ihren Katzenträumen streift sie sicher öfters durch die Freiheit. Ein neues Zuhause mit Freigaben wäre ideal für das Tigerchen. Ein schönes, weiches Kuschelplätzchen muss natürlich auch vorhanden sein, denn man will ja seinen Menschenfreund auch mit dem Seidenfell die Abendstunden verschönern. Nachts dann auf Mäusejagd, das ist Katzenleben.